Neuen Gerüchte zu Jurassic Park 4. Jurassic World 4. Die wollt ihr zuerst hören. Dann gehen wir da doch mal rein. Wie immer habe ich davon noch rein gar nichts vorher gesehen. Und ich weiß auch nicht, um welche Gerüchte es dabei geht. Denn im Thumbnail steht ganz groß drin False Rumors, also falsche Gerüchte. Ich glaube, jetzt wird hier ein bisschen damit aufgeräumt, was man wirklich behauptet und was wirklich falsch ist. Und hoffentlich ist eine Sache, die falsch ist, dass das Ding Jurassic City heißt. Das wäre jetzt wirklich geil. Okay. Ich hoffe, der Ton ist auch laut genug und ihr hört jetzt alle was. Wenn nicht, dann beschwert ihr euch einfach im Chat. Aber das müsste jetzt eigentlich laut genug sein. Auf geht's. If you are excited for the new Jurassic World movie, then we've potentially got our first look at the plot. According to new rumors, the upcoming Jurassic World sequel features a Jetzt habe ich es nicht gesehen. Rescue team venturing into an island ruled by dinosaurs to save a team of scientists. Not only that, the main hero character is said to be inspired by John Wick. Habe ich aber auch schon gehört, das Gerücht. Der Film soll ja trotz allem wohl in eine bestimmte Richtung von Action gehen. Das ist wohl beibehalten worden. Ich bin gespannt, ob es trotz allem irgendwie noch mehr wieder in Jurassic Park richtet. Ich meine, Jurassic Park 2, The Lost World, war ja auch wesentlich mehr Action als Teil 1. Das würde ich mir auf jeden Fall noch gefallen lassen, wenn das mehr in die Richtung gehen würde. There's a few more things to look at, so let's waste no time. Welcome back to Jurassic Outpost. Now let's address these rumors. Off the bat, I will say that I cannot speak to the legitimacy of these rumors, and I've not seen any of V Scooper's prior scoops. However, looking through their... Aber müssen sie nicht auch eigentlich, wo ich das jetzt hier gerade sehe, müssen sie nicht eigentlich so oder so in irgendeiner Form aufs Biosyn Valley eingehen? Weil es ja immer heißt, dass die versuchen, alle alten Filme auszublenden. Aber das Biosyn Valley ist jetzt ja eigentlich so zentral für Dinosaurier geworden, dass man das nur sehr schwer im nächsten Film ignorieren können wird, denke ich. John Wick's Story ist wichtiger als Action. Das hast du gerade schon mal geschrieben. Ich glaube, ich kenne jetzt keinen, der sagt, Mann, ich gehe jetzt mal in John Wick ins Kino, weil ich Bock auf die Story habe. Da gehst du schon wegen der Action rein. In den Film. Also ein John Wick-Film zum Beispiel ohne Action, der nur ein Charakterdrama wäre, der würde nicht so gut laufen wie der Action-John Wick-Film. Das sage ich dir. A verified Scoops thread. At the time of writing, there is a grand total of one. So, die holen sich diese ganzen Informationen halt einfach durch Twitter. Und Twitter habe ich einfach nicht. Correct scoop, so. There's that. Interestingly, he is followed on Twitter by notable insider Jeff Snyder. But again, we cannot confirm these rumors at all. Anyway, rumors about the new Jurassic World movie are indeed rampant. The community is in good spirits, especially after the Gareth Edwards announcement, and the leaks just keep on coming. In our previous video, we covered everything that we know so far about the upcoming sequel. Das haben wir uns auch angeschaut gehabt. Das Video hier. Jurassic City, genau, ja. Ob das Ding jetzt wirklich so heißen wird, Jurassic City, Jurassic Saga. Also schon mal zweimal das Wort Jurassic in einem Titel. Ich habe Werbetexte und Konzeptioner studiert. Dafür hätten wir auf die Fresse bekommen, für so eine Scheiße. Zweimal derselbe Name im selben Titel, auch wenn es der Untertitel ist, ist eigentlich ein No-Go bei sowas. Das heißt, das wird schon nicht so passieren. Jurassic City, Jurassic Saga. Ich habe mal eine kleine Frage. Du kannst dir auch einfach stellen, die Frage, ne? Jetzt muss ich nämlich erst nachfragen, welche, und dann schreibst du das erst. Das ist ja eigentlich auch Quatsch. Können wir gleich Jurassic World Alive wischen? Wenn wir hier durchkommen, ja. Or it might even be a prequel. So check that link out in the description if you want to catch up on all we know about this movie so far. So let's address these new rumors. The post says Jurassic Park rumors. A rescue team ventures into an island ruled by dinosaurs to save citizens.
Aber Citizens wovon? Okay, the main hero to be a John Wick inspired character, okay. A hybrid human dinosaur. Ach du Scheiße. Aber die hatten mal gesagt, dass Hybriden in dem neuen Film keine Rolle mehr spielen sollten. Das war sogar, glaube ich, von David Koepp selber. Dass keine Hybriden mehr vorkommen sollten. A hybrid human dinosaur serum is uncovered at the end. Ach, halt's Maul. Boah, wenn das... Dann werden wir die guten alten Heuschrecken doch noch vermissen. Focused on action and visuals. Also, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Es soll wohl um irgendeine Rettungsaktion gehen, wo Zivilisten, wie auch immer die auf die Insel kommen, von der Insel runtergebracht werden. Möglicherweise deswegen auch der Name Jurassic City, weil die da eine Insel aufgebaut haben. Und dann passieren da aber irgendwie Sachen und Dinosaurier rasten aus und die müssen die Leute da rausholen. Der Charakter soll von John Wick inspiriert worden sein. In welcher Form ist eben jetzt die Frage? Von der Story her oder von der Action her? Wenn ich da einen Typen sehe mit langen Haaren im Jesus-Outfit, der Dinosaurier verprügelt, das wäre wirklich schrecklich. Dann bekommen wir ein Mensch-Dinosaurier-Hybriden-Serum, das am Ende des Films wohl eine Rolle spielen soll. Bestimmt dann so als Post-Credit-Scene nochmal, keine Ahnung. Rutscht mir schon langsam so in den Resident Evil-Bereich, finde ich. Und dann ist der Fokus auf Action und visuelle Effekte gelegt. Nee, glaube ich irgendwie nicht dran. Und wir gucken auch mal, was die jetzt darüber sagen. Denn in dem Video geht es ja genau darum, dass die jetzt die Gerüchte mal behandeln wollen und mal gucken wollen, was da wirklich dahinter steckt. Ich glaube, das ist kompletter Bullshit. Ich meine wirklich gelesen zu haben, dass der Film eben zurück zu den Wurzeln soll. Da würde Focused on Action and Visuals, Action and Visuals schon nicht dazu passen. Und es sollten keine Hybride im Film auftauchen. Da würde ein Mensch-Hybriden-Dinosaurier-Serum auch nicht dazu passen. Deswegen glaube ich, das ist Bullshit. Ja, wir können jetzt hier so eine X-Factor-Folge daraus machen, ob das wahr ist oder nicht, und ich sage nein. Rescue Team ventures into an island ruled by dinosaurs to save scientists. The main hero to be a John Wick-inspired character. A hybrid human-dinosaur serum is uncovered at the end, focused on action and visuals. Nothing definitive yet. Let's unpack it. Officially, we know nothing about the movie's plot, the story, the setting. Universal are being, understandably, tight-lipped. Ja, den Titel wissen wir aber auch noch nicht. Jurassic City ist ja auch nur noch so ein Ding, was irgendwie in den Raum geschissen wurde, aber keiner weiß, ob es wirklich stimmt oder eben nicht. Statements from producer Frank Marshall indicated a continuation past Dominion's timeline, but with Colin Trevorrow no longer involved, the producers, and notably Steven Spielberg, can take the next movie to any timeline they like. Okay, also jetzt ist doch wieder offen, wann das Ding spielt. Ursprünglich sollte der Film nach Jurassic World Dominion spielen und jetzt sagen sie allerdings, nö, eigentlich kann der jetzt zu jeder Zeit spielen. In every timeline, hat er eben gerade gesagt. Ne, wo steht denn das? Da. Nee. Er hat auf jeden Fall eben gerade gemeint, in every timeline they like. Das heißt, eventuell kann der Film auch einfach wirklich nochmal ein Reboot der ganzen Nummer werden. Das könnte auch passieren. Ich glaube trotz allem, dass die nach Jurassic World Dominion ansetzen werden. Das war der Plan gewesen und das werden die auch so machen. Die haben, wie gesagt, der Film soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Wir haben da keine Zeit, nochmal sich jetzt 1000 Gedanken darüber zu machen. A rescue team ventures into an island ruled by dinosaurs to save scientists. A theory established in the last... Scientist? Ich habe Citizens gelesen. Was? Okay, jetzt macht Sinn. Einfach irgendeine Forschungseinrichtung, wo sie halt dann dieses Human-Dinosaur-Hybriden-Ding da zusammengemischt haben wahrscheinlich. Episode of our podcast placed the story post-Dominion, where a team needed to rescue something from the Biosyn lab. The setup Biosyn had technically made it an island, although this description is screaming Isla Sorna to me. We know nothing about the island after Jurassic Park 3, it has not once been depicted on screen in any further sequels, and the stories have rarely touched on the island outside of the odd mention. This is where it all began. Ja, die Isla Sorna, die müssten wir auch noch mal ein bisschen zu Ende erzählen, aber ich verstehe halt auch nicht,
Warum man nicht einfach auf eine neue Insel irgendwie geht. Wir haben ja die fünf Tode. Warum macht man nicht damit nur irgendwas? Weil die Frage auch immer noch im Raum steht, und das steht ja, glaube ich, sogar, war das im Buch gewesen, wo quasi noch so beschrieben wurde, dass John Hammond ohne ersichtlichen Grund auch noch alle anderen Inseln mitgepachtet hat. Und dann gab es da so ein paar, sogar so ein paar Ideen, warum er das hätte machen können. Man weiß es aber eben nicht wirklich. Again, for the island, Sorna, Jurassic Park, all of it. All we know through the movies and corresponding viral marketing is that dinosaurs were indeed captured on Isla Nublar for Jurassic World, as well as events following that 2015 movie. Biosyn poached dinosaurs from Isla Nublar too, but the state of the island and the island's dinosaur population counts are unknown. Life found a way at the end of The Lost World, so there could be many Ja, durch den Dino-Tracker wissen wir aber relativ viel. Zumindest, der Dino-Tracker ist ja noch offiziell Kanon. Dass die Saurier großteils zumindest von der Sorna auch weggeschafft wurden. Ins Biosyn Valley oder eben aufs Festland. Deswegen sind ja auch später noch Buck and Doe. Die sind ja auch beide im Biosyn Valley unterwegs. Dinosaurs still living on the island. Due to its lack of mention in the Jurassic World movies, it actually provides a perfect setting to allow for a new story, one that doesn't have to tackle the way the world was set up in Fallen Kingdom and Dominion. Could the next movie take us back to Site B? Or maybe we're going back to the first island? What other islands could realistically be ruled by dinosaurs? Naja, alle anderen noch. Also Isla Nublar kann's schon mal nicht sein. Ja, Isla Nublar macht gar keinen Sinn, weil da sind ja, da kann nichts mehr leben. Oder ist die gesamte Insel nicht quasi von diesem Vulkan mehr oder weniger verschluckt worden? So, dann haben wir die Isla Sorna noch. Die würde wenig Sinn machen, weil die Dinosaurier laut dem Dino-Tracker von der Isla Sorna aus aufs Festland gebracht wurden. Zumindest die meisten. Der Rest ist ins Mentacorp-Ding gekommen. Aus Jurassic World Camp Cretaceous, das sehen wir ja dann in Staffel 4 und 5, die so super beschissen sind. Und ja, das heißt, eigentlich würde es total Sinn ergeben, auch mal die anderen Inseln so ein bisschen zu erforschen. Dass man dann einfach da so eine zerstörte Forschungseinrichtung vorfindet und dann eben nach und nach mitbekommt, okay, da ist doch noch ein bisschen mehr im Hintergrund abgelaufen. Das wäre sehr interessant. Aber halt ohne Hybriden, ohne Mensch-Hybride oder irgend so ein Kram. Möchte ich jetzt gar nicht. The main hero to be a John Wick-inspired character. The character of John Wick is a infamous retired hitman who seeks revenge on a crime lord's son for killing his dog, Legend. This tie, this inspiration, is making me think of Nick Harris in John Sayles' 2004 Jurassic Park 4 screenplay. The character in that screenplay is also a mercenary type, a currently unemployed soldier of fortune. He ventures to Isla Nublar as a solo mission to retrieve the Barbasol canister. Das wäre dann so ein Typ wie Oscar oder was? Ich würde es erstmal jetzt nicht als schlecht bezeichnen, wenn das wirklich so kommen sollte. Ich hätte einfach lieber eine Story, wo wir eben jetzt nicht schon wieder irgendeinen krassen Supersoldaten haben. Hatten wir jetzt mit Owen schon drei Teile lang gehabt, der sich durch die Massen Dinosauriern durchgeboxt hat, da mit durchgeschummelt hat. Ich hätte einfach mal gerne eine ganz normale Familie, die irgendwie da reingeschmissen wird in die ganze Sache. This connection, this rumor, it's making me understand the initial hiring of David Leitch. The director was once attached to direct this upcoming movie, but the project, as we know, has now gone to Gareth Edwards. David Leitch did co-direct the original John Wick, and his filmography certainly indicates a style and genre he favors. Okay, ja, stimmt. Sie wollten zuerst David Leitch haben, der ja auch bekannt für John Wick ist. Und das vielleicht auch nicht ohne Grund. Also sie wollten ihn vielleicht auch nicht ohne Grund engagieren. Sondern wirklich, weil die Story in diese Richtung geht. Das macht schon irgendwo Sinn. With the hiring of Gareth Edwards, the possible plot and tone of the next Jurassic film continues to be very interesting. A hybrid human dinosaur serum is uncovered at the end.
Now, honestly, no real idea what this one means. I'm assuming this could tie to the Maisie subplot of Fallen Kingdom and Dominion, where her origins are revealed. You have no idea what she is. We haven't yet had the Maisie biopic original prequel, but basically she's a clone, genetically engineered using the same technology and research that made Jurassic Park and Jurassic World a reality. Her origins do tie her to Isla Sorna, and her mother was briefly introduced to us in the final World movie. Perhaps. Ja, aber dann müssten sie ja ganz stark auf Dominion eingehen. Und das hieß ja, das wollen sie eigentlich nicht machen. Deswegen, das glaube ich, ist auch nicht richtig. The story will be taking us back to this era and introduce. What if it's a prequel to Jurassic Park? Fallen Kingdom and Dominion. Ich glaube das halt wirklich, dass die danach ansetzen werden, ja. That involves Charlotte Lockwood. Im Prequel, sagt er. Also gar so eine Vorgeschichte quasi. Maisie ist nervig, finde ich. Ich fand Maisie jetzt gar nicht mal so dramatisch schlimm. Also ich fand Owen und Claire fand ich viel, viel schlimmer. Die Nummer mit dem Hurricane Clarissa wäre auch wahrscheinlich das Beste, was du machen könntest, wenn du eine Vorgeschichte erzählst. Da fehlt uns noch der gesamte Part mit dem Amalgam-Testing und eben dem Hurricane Clarissa. Wenn es denn eine Vorgeschichte werden soll. Und wir werden irgendwann eine Vorgeschichte bekommen, so oder so, bin ich mir auch ganz sicher. Aber das wird jetzt hier sehr wahrscheinlich trotz allem eine Fortsetzung werden. Ja, eine Vorgeschichte mit Charlotte Lockwood in der Hauptrolle würde ich aber auch geil finden. Sehr, sehr geil sogar. Weil da könntest du dann auch direkt den Bogen irgendwie schlagen mit der Geburt von Maisie oder irgendwie so ein Kram. Da hättest du dann da eine geschlossene Geschichte und das würde auch funktionieren. Aber sie wollen ja wirklich zu den Wurzeln zurück und wollen ja wirklich einen ganz rapiden Cut machen. Und deswegen haben sie ja gesagt, dass sie auf Jurassic World Dominion so gut wie gar nicht mehr eingehen wollen. Using Maisie's mother as the main character. On the other hand, we can't help but think of the DX virus introduced in the Lost World novel. The virus has been something that's been suggested for Jurassic sequels ever since, and was potentially in one of the Jurassic Park 3 screenplays, when the movie was titled Extinction. It was also rumored to have been an element in Dominion that was cut due to the real-world similarities at the time. Denkst du, wir gehen zu den Sorna-Experimenten, wo der Spino und die anderen Raptoren gemacht wurden? Ey, das wäre zumindest eine Option. Das könntest du ja alles verbinden. Du könntest ja Charlotte Lockwoods Forschung verbinden mit Hurricane Clarissa und dann könntest du direkt danach noch zeigen, wie Henry Wu auf die Isla Sorna trotz allem nochmal zurückkehrt und dann dort den Spinosaurus und die Velociraptoren erschafft. Das könntest du alles in diesem einen Film zeigen. Der hätte so viel Input dann, dieser Film. Da wäre die Story einfach direkt schon ziemlich geil. Und das fehlt uns ja noch alles. Das sind ja Dinge, die wissen wir einfach eben nur dadurch, dass ich da halt im Internet irgendwie nachgeguckt habe. Wenn du halt mal nachschaust, okay, Hurricane Clarissa, dann kannst du diese ganze Story dir daraus lesen. Aber das weiß ja niemand, der nur die Filme gesehen hat. Das heißt, das zu verfilmen würde einfach mehr Sinn ergeben, als jetzt nach Jurassic World Dominion anzusetzen. Aber ich glaube nach wie vor, die werden beides machen. Werden Jurassic World Chaos Theory erst rausbringen, die Serie, dann werden sie auf jeden Fall eine Fortsetzung, die nach Dominion spielt, rausbringen und sie werden auch noch Film oder eine Serie rausbringen, die zu Zeiten von Jurassic Park spielt. Und das werden die auf jeden Fall noch verfilmen, hundertprozentig. The Hurricane Clarissa, das Ding ist so wichtig eigentlich, das müssen die verfilmen. Denkst du, Dr. Wu kommt nochmal vor? Wenn sie nochmal zurückgehen, ja. Dann wird Dr. Wu nochmal vorkommen, alleine weil er den Spinosaurus erschaffen muss und die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 erschaffen muss. Das Amalgam-Testing und der Henry Wu gehören ja quasi zusammen. Wenn die aber jetzt wirklich nach Jurassic World Dominion ansetzen, dann wahrscheinlich eher nicht. Brauchst du ihn auch nicht mehr. Henry Wus Geschichte ist ja abgeschlossen. Von diesem Forscher, der quasi, ähnlich wie auch in Oppenheimer, eine wissenschaftliche Entdeckung macht, die Gefahr darin sieht, es aber trotzdem durchzieht, dann am Ende, ja kurz nochmal, böse wird dann in Jurassic World, und dann am Ende in Dominion wieder der liebe Doktor wird. Quasi der Held, der dann auch alles wieder gut macht. Seine Geschichte ist eigentlich auserzählt.
Zumindest wenn wir halt eine Fortsetzung davon bekommen. The time. You could interpret this specific rumor in many ways and in many time periods. If it's pre-Jurassic World, then it could be related to the first hybrid that Dr. Wu created. It could be related to Mizrani, to Biosyn, or we could be... Stimmt, das könntest du auch noch machen. Zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World könntest du auch noch die Zeitspanne noch mal mehr beleuchten. Könntest da zwei Filme draus machen. Hurricane Clarissa und Amalgam Testing von mir aus. Das würde ja alle Logiklücken oder alle Lücken, die wir nicht sonst nicht verstehen können, würde das ja eben schließen. Das würde wirklich Sinn ergeben. Ja. Dann noch ein Jurassic Park 3 Remake. Übrigens bin ich da immer noch dran. Das kommt auf jeden Fall. Das Video kommt auf jeden Fall noch. Ist das kontrovers, aber ich möchte irgendwie, dass der Indoraptor eine Rolle haben wird in Chaos Theory. Da gibt es ja auch Gerüchte dazu, dass der nochmal zurückkommt. Mehr bald auch nicht. Ach so, ja genau, die fußen darauf, dass in der Serie soll es ja wohl darum gehen, wie Sayona Santos die Atrociraptoren erschafft. Und die Atrociraptoren sind entstanden auf dem, was durch den Indoraptor bereits durchgeführt wurde, diese ganze Laserpoint-Technik. Deswegen sagt man eben, ja, der könnte auch noch am Leben sein und es hat ihn eben nicht umgebracht, dass er da zerspießt wurde, weil er ein Hybride ist und keine Ahnung was. Ich würde mich auch freuen, wenn er ein bisschen mehr noch zu tun bekommen würde, aber irgendwie glaube ich da inzwischen auch nicht mehr so stark dran. Weil Merchandise, da führen die eher einen neuen Raptor ein, einen neuen Hybriden, der verkauft sich dann eben nochmal neu. Als wenn du jetzt wieder denselben einführst und dann kauft den keiner mehr, weil die Leute haben ja schon ihr Spielzeug von Jurassic World Fallen Kingdom noch. So denken die ja zum Teil wirklich, ne, an das Marketing. Was sie machen könnten, wäre jetzt wirklich den weißen Indoraptor noch einzuführen. Der ursprünglich mit dabei sein sollte, aber im Film nicht mit dabei gewesen ist. Und da könnte man eben jetzt sagen, es waren früher wirklich zwei. Der weiße Indoraptor könnte jetzt noch auftauchen. Das würde ich sehr geil finden. Going all the way back to pre-Jurassic Park. Focused on action and visuals. This certainly isn't the first time we have heard the word action to describe the new movie, and with David Leitch being considered for director, and, well, actually being the director for a short period of time, there really is reason to believe this is true. Focused on action. Ja, auch das halt. Es war mal cool zu sehen, dass die auch mal wirklich kämpfen in so Jurassic Park-Filmen. Aber das hier war halt wirklich wieder zugestellt. Die rennen da rum mit so Waffen, mit Elektroschockern, mit zum Teil Betäubungsgewehren und keiner schießt irgendwie auf Owen. Weil Owen muss ja wieder zu krass sein. Der muss ja wieder so unverwundbar sein bei allem. Reason to believe this is true. Focused on action and visuals aligns now with Gareth Edwards too, who is a very visually focused director. Again, we want to stress that we don't believe these rumors to be true, or at least we really can't speak to their legitimacy. Wie ist das jetzt bei euch im Chat, wenn ihr hört Visuals? An sich denkt man da immer wieder, okay, jetzt wieder alles so CGI-Gepampe und keine Ahnung. Aber wenn ich dann so denke, wie er es gemacht hat in Godzilla 2014, da muss ich sagen, so würde ich es dann doch ganz geil finden. Das wäre cool, wenn man so einen weißen Indoraptor kommt, so ein Mix halb vom Indoraptor in Dominus Rex. Ja, genau. Es gab ja ganz früher, bevor der Indominus Rex sein Geschwisterchen gefressen hat, gab es ja scheinbar einen schwarzen und einen weißen Indominus Rex, so rum. Und aus Deleted Scenes Material, beziehungsweise aus gestrichenen Skriptszenen, die eben nie verfilmt wurden, wissen wir auch, dass der Indoraptor ebenfalls einmal weiß und einmal schwarz gewesen ist. So haben wir den Weißen halt im Film nie gesehen und deswegen dachten wir einfach, okay, das haben die halt rausgeschnitten und gab eben einfach nur den Schwarzen. Was, wenn es aber nicht so wäre? Was, wenn wir eben jetzt herausfinden, dass es eben doch mehr gegeben hat als diesen einen? Wir sehen ja auch im Trailer zu Chaos Theory, dass Darius ja in diesem Wald irgendwo wie hieß denn der Ort nochmal? Big Rock, was ja auch in der Nähe ist vom Lockwood-Anwesen, da fährt er ja rum. Und angeblich soll ja Sayona Santos Brooklyn entführen, weil die auf irgendeine Schliche kommt. Was ist, wenn Brooklyn mitbekommt, dass der weiße Indoraptor am Start ist
Und deswegen ist sie beim Lockwood anwesend. Wird dann aber entdeckt, wird dann eben entführt. Und dann machen die halt Experimente mit dem weißen Indoraptor. Könnte doch so eine Geschichte sein, die da aufgebaut wird. Certainly do align in many ways to what we've been hearing and keep hearing about this movie, but they could also be wishful thinking or baiting for clicks. Either way, all we know officially is the movie is not called Jurassic City, as funny a title as that. Was er wird jetzt offiziell nicht so genannt, hat er eben gerade gesagt. Or baiting for clicks. Either way, all we know officially is the movie is not called Jurassic City. Okay. Also, der Film heißt nicht Jurassic City. Gott sei Dank. Okay. As funny a title as that is, and it's operating under the production company Saga Productions. What does that mean? Probably nothing. We covered the rest of the movie. Ja, so kamen die aber halt auch auf die Idee, dass das Ganze Jurassic Saga heißen würde. Ich finde Jurassic Saga aber auch einen ziemlich beschissenen Titel, wenn das so sein sollte. Aber ich glaube daran, sowas wie Jurassic Era würde ich geil finden, Jurassic Continent. Es gab sogar mal so ein Logo, das einfach nur Dark Continent hieß, ohne den Titel Jurassic vorne dran. Werden sie wahrscheinlich eher nicht machen, aber trotzdem. RIP an den zweiten Söldner, wenn der Indoraptor sein Comeback wieder feiert. Kann er wieder in die Kamera lächeln. In our previous video, so be sure to check that out. We'll keep you updated as and when we hear more about the movie, but for now, take everything you hear with a pinch of salt. It certainly is rumor season, and it's easy to fall for them. We appreciate you watching this video, and if you did enjoy it, hit the like button. Ja, so viel jetzt also dazu. Das heißt, es gab jetzt erstmal nur Gerüchte, die wurden jetzt einfach mal in den Raum gestellt, ohne dazu zu beleuchten, ob das jetzt wirklich so ist oder eben nicht. Und die Gerüchte, wenn die so stimmen, hört sich ja schon ziemlich scheiße an. Das hört sich nicht gut an, finde ich. Viel Action, Dino-Mensch-Hybride mit eingebaut, aber wirklich, ich meine, ich sag's einfach jetzt nochmal, ich meine relativ sicher irgendwo gelesen zu haben, dass eben genau in diesem Film jetzt keine Hybride mehr dabei sein sollen.